Jedes Jahr im Frühjahr kommen die Störche wieder nach Himberg und sind schon zu richtigen Stars geworden. Kann man sie doch jederzeit live auf der Gemeindewebsite beobachten. Nun ist die Attraktion noch interessanter geworden. Die Störche in Himberg haben Nachwuchs bekommen. Drei junge Vögel werden von Mama Storch im Nest in der Münchendorfer Straße aufgezogen. Wir haben drei Junge, es waren ursprünglich vier, es waren vier Eier, sind auch alle geschlüpft. Leider ist eines, das kleinste, dann verstorben, aber die drei sind schon wachsend heran und sie werden wahrscheinlich so etwa in zwei Monaten wieder Himberg verlassen und werden Richtung Afrika südlich der Sahara fliegen. 10.000 Kilometer, unbeschreiblich, wie die Tiere wegfliegen und wieder am selben Punkt zurückfinden, ohne Navigation. Also die sind schon eine Tradition, unsere Störche. Und ich kann sagen, wenn der Storchenkamera ein, zwei Tage hat es nicht funktioniert, unwahrscheinlich, wie viele Anrufe und E-Mails hier auf der Gemeinde eingehen. Das ist total beliebt und ich freue mich, dass wir das vierte Jahr bereits die Störche den Bürgerinnen und Bürger, aber in der ganzen Umgebung, und ich glaube mittlerweile ist es in ganz Niederösterreich, dass die Störche beobachtet werden. Man weiß, dass in Himberg ein Storchennest online ist und es wird wirklich genutzt. Auch in den Schulen ist es sehr beliebt bei den Kindern und ich kenne viele Leute, die fast täglich reinschauen. Ich beobachte dann lieber bei den ersten Flugstunden, da kann man ja in ganz Himberg eigentlich beobachten, wie die Jungen das erste Mal aus den Nestern herauskommen und ihre Kreise ziehen. Das ist teilweise am Kirchenplatz ganz gut zu sehen, wo sie dann zwischendurch auf der Kirche selber Pause machen und sich ausrasten oder auch über dem ganzen Neubachbereich, wie zum Beispiel dem Sportplatz oder Sportplatzparkplatz, wo es genauso sein kann, dass man einige von den Jungstörchen beobachten kann, wie sie herumziehen. Die Störche sind schon richtige Himberger geworden. Genau so ist es. Alle freuen sich drüber, alle schauen sich es gern an und wir sind sehr, sehr froh, dass sie immer wieder kommen und hoffen, dass das noch viele Jahre so weitergeht. Dass die Störche live im Web beobachtet werden können, ist möglich, weil Frau Grazer aus der Münchendorfer Straße erlaubte, das dafür notwendige technische Equipment in ihrem Privatbereich zu installieren. In nächster Zeit werden wir sehen, wie das weitergeht, ob wir das auch weiter verwenden können, da das Haus höchstwahrscheinlich verkauft wird in der nächsten Zeit. Wir hoffen natürlich, dass der neue Besitzer auch so offen ist und so freundlich und uns das ermöglicht, dass wir das weiterhin ins Internet streamen können.